Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Dominik oder auch Dopa und das hier ist Ars Analog. In der letzten Woche habe ich euch die RB67 Professional S von Mamiya gezeigt. Und in meiner Review habe ich das Thema Instant Bags kurz angesprochen. Instant Bags sind Filmrückteile für Sofortbildfilm, wie der Name schon sagt. Es war ganz üblich für so professionelle Mittelformatkameras, diese Instant Bags zu nutzen. Es kam ein Trennbildfilm, ein sogenannter Trennbild-Packfilm oder auch Packfilm nur hinein, der anders als bei den modernen Integralfilmen das Ganze nicht in einem fertigen Bild entwickelt, sondern dann nach der fertigen Entwicklung getrennt wird in ein verwerfbares Negativ, das allerdings natürlich auch irgendwie weiter benutzt werden kann. Eigenes Thema für sich, denke ich. Und ein nutzbares Positiv. Dieses nutzbare Positiv hat professionellen Fotografen die Möglichkeit gegeben, die Belichtung vor einer Porträtreihe beispielsweise zu bestimmen. Aber gerade wenn man mit Blitzlicht fotografiert und nicht mit kontinuierlichem Licht, ist es manchmal schwierig einzuschätzen, wie die Gesamtlichtstimmung hinterher aussieht. Und bevor man einen ganzen Film im Zweifel ruiniert, einmalige Shooting-Gelegenheit vergeudet, weil das Licht nicht gestimmt hat, konnte man dann eben das Instant Bag anbringen, ein Bild machen, 3 Minuten warten, bis die Entwicklung fertig war, das Trennen, und hat sofort gesehen, ob das Bild was geworden ist und somit die Belichtung stimmte. Das natürlich alles in Zeiten vor der digitalen Fotografie. Heutzutage machst du ein Bild, kannst du direkt in der gleichen Sekunde sehen und beurteilen. Zur Not guckst du aufs Histogramm, glaube ich heißt es, und dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Das Problem an der Sache ist, dass Polaroid selbst, die dieses Packfilmformat erfunden haben, das Trennbildverfahren erfunden haben, den Film irgendwann nicht mehr hergestellt haben. Zuletzt gab es von der Konkurrenz von Fuji noch 2 Packfilmarten. Das war einmal der FP100C, das war ein Trennbildfilm mit 100 ISO in Farbe, und den gab es entweder in Silk oder in Glossy, also in matt oder in glänzend. Und dann gab es noch den FP3000B, das war ein toller Film mit 3000 ISO, schwarz-weiß, den kann man auch prima so in diversen Packfilmkameras gebrauchen. Die Produktion ist bei Fuji inzwischen eingestellt worden, bei Fujifilm, so dass nur noch Restbestände abverkauft werden, und die werden immer, immer seltener. Es gibt Bestrebungen, den Packfilm zu retten, ähnlich wie es wohl mit den Integralfilmen für die Polaroid war, die dann von Impossible gerettet wurden. Das ist im Moment aber noch Zukunftsmusik und deswegen müssen wir quasi momentan entweder viel Geld ausgeben, um solche Filme noch zu bekommen, oder eben auf diese Sofortbildrückteile verzichten. Heutzutage gibt es Sofortbildrückteile, beispielsweise von Lomography, hier für die LCA oder hier für die Diana F Plus oder Diana Plus, das geht auch. Die sind allerdings für Instax Minifilm, das ist ein Integralfilm, der überall erhältlich ist, relativ günstig ist und der geht wie geschnitten Brot, der wird uns wahrscheinlich alle überdauern. Der Gedanke ist also, statt den nicht mehr verfügbaren oder teuren Trennbildfilm zu nutzen, irgendwie diesen Instax Minifilm nutzen zu können. Und tatsächlich ist es ulkigerweise mit der Mamiya RB Professional S. Irgendwo habe ich da eine 6 und eine 7 vergessen. Mamiya RB 67 Professional besonders leicht, das Ganze zu nutzen. Alles, was man dafür braucht, ist hier eine Mamiya RB 67 Professional S. Wenn man die nicht hat, macht es relativ wenig Sinn. Dazu so ein Standardrückteil für 6x7 Aufnahmen. Es ist übrigens relativ egal, ob es die Pro ist, die Pro S oder die Pro SD, müsste auch gehen. Am einfachsten ist es mit der S.
Dann braucht man natürlich eine Kamera, die den Instax Minifilm nutzt. Die brauchen wir dann, um das Bild entwickeln zu können. Aber auch da ist es vollkommen egal, ob man hier wie ich die Kameras mit den Instabags von Lomography nutzt oder die eigentlichen Kameras des Herstellers, also oder die eigentlichen Instax Mini-Kameras von Fujifilm, also Instax Mini 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, wie die alle heißen. Neo 90 gibt es da, glaube ich, auch und so weiter und so fort. Und idealerweise ein Wechselsack, damit man das auch unterwegs und on location machen kann. Wenn man keinen Wechselsack hat, reicht auch ein absolut dunkler, lichtdichter Raum. Sollte eure Dunkelkammer ja eh bewerkstelligen können. So, aber schauen wir uns das Ganze einfach mal im Detail an. So, im Hintergrund kommentiert die Emilia für alle Einjährigen. Der Instax Minifilm, wenn man den bekommt, ist der in solchen Cartridges zu 10 Bildern und damit natürlich deutlich preisgünstiger als Impossible Film oder die Trennbildfilme, die man noch kriegen kann. Die oberste Schicht hier ist so eine Plastikschicht, ein Dark Slide, das quasi von der Kamera ausgeworfen wird, bevor die erste Belichtung stattfinden kann. Das entfernen wir auch. Natürlich muss das alles hier in absoluter Dunkelheit, also in einem Wechselsack oder einer Dunkelkammer erfolgen, denn der Film ist natürlich lichtempfindlich. Ja. Genau. Hat man das Darkslide entfernt, liegt hier der Film frei. Man sieht, der hat eine dunkle Rückseite und hier so eine Seite mit weißem Rand. Es gibt es natürlich auch mit andersfarbigem Rand. Aber die Rückseite liegt nach außen. Das ist wichtig, denn genauso müssen wir den in das Rückteil auch einsetzen. Dann schieben wir so ein bisschen und können den Film einfach entnehmen. Man kann in der Dunkelheit fühlen, die Seite hat, die ist breiter, die Seite ist so ein bisschen ebener und hier ist wie so eine Tasche, die man fühlen kann. Deutlicher ist das hier an der Seite, die hat nämlich ein relativ dickes Depot für Entwickler und daran kann man sich orientieren. Dann nimmt man hier ein Standard-Back für 6x7 Film. Es ist egal, ob da Film drin ist oder nicht. Ich würde da noch keinen Film reinmachen, sondern erst später. Und dann wird das quasi hier reingelegt. Beim Back haben wir hier und da so Rollen, die den Filmtransport erleichtern sollen. Wir schieben jetzt einfach so den Film da drunter. Dabei muss man hier ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu doll knickt, sonst fängt die Entwicklung an. Schauen wir uns das mal von der anderen Seite an und da kommen wir dann auch zum Vorteil des Rückteils von der Pro gegenüber der Pro S. Da kann man nämlich das Darkslide jederzeit rausnehmen. Hier ist tatsächlich im gesamten Bereich das Negativ 6x7 das Ganze ausgefüllt und der Instant-Film kommt sich mit dem Darkslide nicht in die Quere und nichts. Und als nächstes setzen wir einfach den Einsatz wieder rein, machen zu und der erste Schritt ist dann schon fertig. So kann man das Ganze jetzt an die RB bringen. Moment, ich nehme mal das weg hier ab. An die RB bringen. Man macht eine Belichtung. Zack, 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 spielen wir das durch. So, und können das Ganze hier dann schon wieder entfernen. Es ginge dann jetzt zurück in den Wechselsack oder die Dunkelkammer. Dort öffnet man das Back einfach wieder. Beim Rückteil der Pro kann man das Darkslide rausnehmen. Beim Rückteil der Pro S und der SD muss man hier unten das Ganze entriegeln, um das Darkslide rauszunehmen. Dann kann man das ganz einfach durchdrücken. Hoppla. Was man dann braucht, ist eine Kamera, die Instax Mini nutzt. Hier in dem Fall ist das
eine Diana F Plus mit Instapack. Wir schieben nämlich jetzt den Film hier zurück in die Cartridge. Muss man schauen, hier oben ist schon ein Schlitz. Das geht ganz gut. Man muss hier, wie gesagt, an den Rändern aufpassen, dass man nicht zu doll drückt. Sonst kommt der Entwickler raus und der Entwicklungsprozess fängt an. Aber das Ganze wird dann einfach so, wie gehabt, eingelegt. Das funktioniert auch alles im Dunkeln super. Die normalen Instax-Kameras von Fujifilm werfen dann automatisch das erste Bild aus und entwickeln das. Also es wird hier jetzt schon passieren. Hier bei denen muss man einschalten und drücken und dann wird es ausgeworfen. Und schon ist das Ganze fertig. So, das war's. Ziemlich cool, oder? Abschließend sei erwähnt, dass der Film etwas lichtempfindlicher ist, als der Hersteller angibt. Fujifilm benennt ihn mit 800 ISO. Tatsächlich ist es so, dass ich eine vernünftige Belichtung hinbekomme, wenn ich einen halben Stopp unterbelichte, also auf 800 ISO messe und einen halben Stopp weiter abblende. Das ist natürlich dann bei der Nutzung als Lightproof zu berücksichtigen, wobei bei Aufnahmen mit den meisten Filmen eine Überbelichtung von einer halben Stufe überhaupt kein Problem sein sollte. Gerade bei Farbnegativfilmen kann das Filmmaterial das in der Regel ausgleichen. Ich bin mir sicher, dass auch andere Kameras das können. Ich vermute, die RZ kann das, die RZ 67 Professional, Professional 2 und wie auch immer die heißen mögen, die Nachfolgermodelle. Ich habe aber keine davon hier, kann das also nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Was ich sagen muss, ist, dass trotz des ähnlich großen Bildformates das Ganze nicht in die Bags von der 645 passen, weil die einfach zu schmal sind. Auch nicht nutzbar ist das Ganze in Kameras mit einem Negativformat von 6x9, weil einfach der Film dann nach vorne irgendwie umfällt und nicht an Ort und Stelle gehalten werden kann. Leider ist es auch so, dass man das Ganze nicht nutzen kann, um irgendwie eine Schärfevorschau zu haben, da die Planlage hier etwas anders ist, weil einfach das Filmformat von den Sofortbildfilmen dicker ist als der Rollfilm. Dennoch glaube ich, das ist eine schöne Sache, die man wunderbar nutzen kann. Und ich hoffe, ihr probiert das auch mal aus, vielleicht auch mit anderen Kameras und erzählt uns in den Kommentaren davon, wie es geworden ist. Vielleicht verlinkt ihr ja sogar ein paar Bilder. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen, Kommentieren. Hier mein expliziter Hinweis. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr meint, die müssen das auch sehen. Und kommentiert, was das Zeug hält, um eure Erfahrungen mit Gleichgesinnten teilen zu können. So, danke dafür. Ich danke außerdem ganz herzlich an dieser Stelle den Sponsoren dieses Kanals. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Und wenn du noch kein Sponsor bist, aber das werden wir jetzt, findest du den Link dazu hier oben irgendwo und unten in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das für heute. Wir sehen uns nächste Woche und ich sag mal ciao. Cat Content und so.